Herzlichen Dank, Irene, für die Einladung und eine große Ehre für mich, hier zu sein und zum ersten Mal in diesem wunderbaren Haus. Und ich würde sagen, Linz wird um vieles beneidet, aber sicher auch um diesen wunderbaren Wissensturm, auch mit dem schönen Namen. Und auch danke an den Herrn Gemeinderat für die freundliche Einleitung. Nur so viel zur Wahrnehmung von Linz, die schon angesprochen wurde. Also ich denke, gerade das Kulturhauptstadtjahr zeigt ja, dass Linz sicher jene Stadt in Österreich ist, die sich am intensivsten mit ihrer NS-Vergangenheit beschäftigt hat. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass eine der Vorkämpferinnen in dieser Hinsicht, gerade was Euthanasie betrifft, Brigitte Käpplinger, heute hier ist. Und wir wünschen wahrscheinlich alle, Hartmut Rehse wird uns heute auch noch, wäre heute auch hier. Und wir könnten mit ihm gemeinsam nachdenken und diskutieren. Ich werde ein bisschen switchen zwischen der PowerPoint-Präsentation, die ich vorbereitet habe. Und ich denke, viele von Ihnen sind keine Österreicherinnen und Österreicher. Das hat auch schon das nur bei wenigen nickende Verständnis von 12. Februar 1934 gezeigt, wo sich ja jeder Österreicher sofort als Kennerin, also als Österreicherin mit groß nie outet, wenn man so ein Datum kennt. Und das führt uns schon mitten ins Thema, nämlich das Gedächtnis, wie wir alle wissen, immer einen nationalen Rahmen hat. Und worum es heute gehen wird, ist die Frage der Transformationen des österreichischen Gedächtnisses entlang oder vor dem Spannungsfeld von Begriffen wie Verdrängung, Aufarbeitung, Opferthese. Und das, was, wenn Sie sich diese Begriffe mit Österreich in Verbindung vor Augen führen, dann werden wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen, die keine Österreicherinnen sind, ungefähr wissen, worum es geht. Was eines zeigt, und da sind wir auch schon mitten im Thema, dass diese Fragen, das Fragen des Umgangs mit dem Nationalsozialismus in den letzten Jahren zu einer gewissermaßen zu einem europäischen Themenfeld geworden sind, eine Europäisierung erfahren haben, dass die Österreicherinnen und Österreicher ungefähr wissen, worüber die Deutschen streiten oder die Polen streiten, weil das auch eine internationale Aufmerksamkeit gefunden hat. Das Zweite, worum es mir heute geht, und das wird sich wie ein roter Faden durch die kommenden 50 Minuten, die mir zur Verfügung stehen, und ziehen, anschließend gibt es eine Diskussion, das ist die Frage nach den Veränderungen. Denn einleitend wurde schon erwähnt, das ist das 25. Mal, also der Arbeitskreis wurde, wenn ich das recht sehe, in den 80er Jahren gegründet. Und das ist natürlich kein Zufall. Und wir werden sehen, dass die 80er Jahre nicht nur in Österreich, sondern in Gesamteuropa so etwas wie ein Watershed, eine Zäsur waren, was die Perspektive auf den Nationalsozialismus betrifft. Also gerade wenn man sich die neuen Formen des Erinnerns anschaut, und Sie alle, die Sie hier sitzen, sind wahrscheinlich in diese Kontexte von neuen Formen des Erinnerns involviert, dann ist das etwas, was neu in den 80er Jahren beginnt. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist, dass natürlich die Jahre davor, wir könnten mit Tony Judd von der Phase der Nachkriegsmythen sprechen, Tony Judd, der amerikanische Historiker, war der Erste, der am Beginn der 90er Jahre nicht nur auf ein Land geblickt hat, auf Deutschland oder andere europäische Länder in der Frage des Umgangs mit dem Nationalsozialismus, sondern er war der Erste, der sich die Frage gestellt hat, gibt es so etwas wie ein europäisches Muster, das gewissermaßen mit nationalen Varianten die Art und Weise, wie mit der NS-Zeit umgegangen wird, bestimmt. Und er hat gewissermaßen eine ganz grobe Einteilung, die man sicher differenzieren muss und die wir hier auch differenzieren werden, gemacht. Nämlich er unterscheidet die Phase der Nachkriegsmythen, also die Konstruktion der Nachkriegsmythen unmittelbar nach 1945. Diese Nachkriegsmythen, diese Nachkriegszeit, was Gedächtnis betrifft, dauert bis in die 80er Jahre. Und er spricht von ihrer gewissermaßen von ihrem Zerfall, von ihrer Dekonstruktion, von den Neuverhandlungen des Geschichtsbildes eben seit den 80er Jahren nach 1989 auch in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Also das wird so gewissermaßen unser Rahmen sein, die Phase der Konstruktion der Nachkriegsmythen, die Phase der Dekonstruktion und der neuen Erinnerungskultur. Und Sie, die Sie hier sitzen, sind
Teil dieses neuen Erinnerns in den 80er Jahren. Gut, ich werde, wie gesagt, wahrscheinlich eher stehen. Nur mit Blick auf die Uhr. Was Sie hier sehen, ich versuche das ein bisschen anhand von Bildern zu deklinieren, die ungefähr die Chronologie dieser Entwicklung für Österreich zeigen sollen. Das hat jetzt nicht gut funktioniert. So. Was Sie hier sehen, ist ein Bild, das einige von Ihnen kennen. Ich nehme an, Brigitte, du kennst das? Vielleicht einige andere auch. Irgendwas hat es da. Stoße ich hier an oder mache ich es falsch? Okay, die falsche Maske. Das ist das Eingangsbild zur österreichischen Gedenkstätte in der Gedenkstätte in Auschwitz. Sie sehen das wahrscheinlich, man hätte es erraten können, wenn man sich die polnische Übersetzung der deutschen Inschrift angeschaut hätte. Und was dieses Bild spannend macht, ist, dass es eigentlich, zumindest vielleicht widersprechen wir die Kolleginnen, eigentlich die eindrucksvollste Visualisierung der Opferthese ist. Darauf werden wir noch zurückkommen, dass diese Visualisierung aber erstens nicht in Österreich gewissermaßen ist. In Österreich kennt dieses Bild fast niemand oder jedenfalls nicht im öffentlichen Bildgedächtnis. Und dass es sich nicht um ein Dokumentarbild handelt. Also es gibt kein Bild, kein Icon, ich werde Ihnen dann noch einige zeigen, kein Dokumentarbild, das nun symbolisieren würde, wie sich Österreich nach 1945 definiert hat. Nämlich als erstes Opfer des Nationalsozialismus. Sie kennen alle die entsprechenden Zitate. Ich will Ihnen nur einige nennen, um Ihnen auch die Sprache dieser Zeit nahezubringen. Also wie gesagt, die Opferthese grundgelegt in der Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945, wo es eben heißt, dass Österreich das erste freie Land war, das der hitlerschen Aggression zum Opfer gefallen ist. Wir wissen alle, das schließt an die Moskauer Deklaration von 1943. Aber was in dieser Unabhängigkeitserklärung gewissermaßen zentral verhandelt wurde, und das ist ein Motiv, das wir uns gewissermaßen für den Schluss des Vortrags aufbewahren müssen, das war die Frage des Wehrdienstes von Österreichern in der deutschen Wehrmacht. Und dieser Wehrdienst war unmittelbar angesprochen in der sogenannten Mitschuldklausel der Moskauer Deklaration. Also der Frage oder dem Passus der Moskauer Deklaration, dass Österreich nach 1945 zur Rechenschaft gezogen wird für seine Teilnahme am Zweiten Weltkrieg und dass in dieser gewissermaßen Schlussabrechnung der eigene Beitrag zur Befreiung in Rechnung gestellt wird. Amerikanische Historiker haben diese Quellen analysiert, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Moskauer Deklaration nicht quasi bedeuten soll, dass Österreich so eine starke Nation war, dass die Außenminister gemeint haben, die muss wiederhergestellt werden, sondern dass die Moskauer Deklaration ihr zentrales Ziel in dieser Mitschuldklausel hatte, nämlich dazu dienen sollte, um den Widerstand in Österreich zu motivieren. Und insofern war sie gescheitert, weil sie kaum eine Wirkung hatte. Aber wie gesagt, Österreich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es für die Beteiligung am Krieg eben Verantwortung trägt. Diesen Vorwurf hat die österreichische Regierung eben am 27. April 1945 mit dem Argument zu entkräften versucht, dass, und ich zitiere das hier nur, damit Sie die Differenz sehen zu den Perspektiven auf die Wehrmacht, die noch folgen werden, dass die nationalsozialistische Reichsregierung Adolf Hitlers das macht- und willenlos gemachte Volk Österreichs in einen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt hat, den kein Österreicher jemals gewollt hat. Also wenn wir uns die Quellen jetzt anschauen, und ich zeige Ihnen dann gleich ein weiteres Bild, zur Erklärung des Nationalsozialismus, zur Erklärung der Situation Österreichs von 1938 bis 1945, dann haben wir im Grunde genommen ein Bündel von Motiven, das heißt, die Österreicher waren unschuldig, aber, in Parenthese, Toni Tschad schreibt dann ganz zu Recht, diese Opferthese, diese Unschuldsklausel gewissermaßen der ganzen Gesellschaft, des ganzen Volkes, das ist, wie sich gezeigt hat, nicht nur eine österreichische Spezialität gewissermaßen. In Österreich war es immer besonders paradox, weil Österreich ja quasi ein Teilgebiet des Deutschen Reiches war.
alle europäischen Nachkriegsgesellschaften, sogar Deutschland in einer gewissen Variante, also die Bundesrepublik Deutschland, haben die eigene Bevölkerung, das eigene Volk als unschuldig postuliert im Sinne einer Integration in der Nachkriegszeit. Und in Österreich haben sie das grundgelegt in der These, also das eigene Volk war gegen den Nationalsozialismus, hat Widerstand geleistet, wurde in den Krieg gezwungen, niemand ist verantwortlich, bis auf, und das war dann quasi die Ebene von Schuld, die dann auch juristisch so behandelt wurde, bis auf die kleine hochverräterische Gruppe von Nationalsozialisten in Österreich. Diese Opferthese, jetzt mache ich einen Sprung, diese Quellen, die ich Ihnen jetzt zitiert habe, die Opferthese mit ihrer quasi Postulierung der Unschuld Österreichs, allem, was in den Jahren 1938 bis 1945 unter anderem auch in Hartheim, in Mauthausen und so weiter, in Linz, in der österreichischen Gesellschaft geschehen ist, das war im Jahr 1945 gewissermaßen das durchgängige Narrativ. Sie sehen das zum Beispiel in der österreichischen, im österreichischen Staatswappen, dem nun die gesprengten Ketten zur Symbolisierung des eigenen Widerstands hinzugefügt wurden. Sie sehen das zum Beispiel in einem der größten, sorry, das ist jetzt noch die Unabhängigkeitserklärung, wo Sie alles hätten lesen können, was ich Ihnen gesagt habe, aber wahrscheinlich ist es eh zu klein. Das sieht man jetzt besser. Was Sie hier sehen, ist aus dem Band über die Ausstellung Niemals vergessen, antifaschistische Ausstellung im Jahr 1946 im Wiener Künstlerhaus zu sehen. Interessanterweise haben wir schon im Jahr 1946 den Terminus Niemals vergessen. Und hier haben Sie die Visualisierung all dessen, was die Opferthese ausmacht. Also der Krieg, den hat Hitler gebracht, der die Fratze des Nationalsozialismus über dem österreichischen Symbol schlechthin, über dem Stephansdom, Faschismus ist Krieg, Führer, die in den Krieg führen und so weiter und so fort, Faschismus ist tot. Und wenn Sie sich dieses rechte Bild anschauen, darauf werde ich noch zurückkommen, dann sehen Sie eben hier den brennenden Stephansdom, das zerstörte Wien, aber die Schuld an all dem, was hier an Zerstörung zu sehen war, daran ist der Nationalsozialismus schuld. Sie haben auch Passagen, die politische, die Konzentrationslager zeigen. Eine österreichische Landkarte mit Kerker, Gitterstäben, das war ein ganz typisches Motiv. Und wenn Sie sich jetzt nochmal erinnern an das erste Motiv, das ich Ihnen gezeigt habe, ich frage oft Studierende, wann ist dieses Bild entstanden? Und fast niemand datiert es Ende der 70er Jahre. Alle meinen unmittelbar nach dem Krieg, weil das eben genau diese Bildersprache war, der Anklage gegen Konzentration, gegen die Nazi-Verbrechen und so weiter. Aber es war erst im Jahr 1978 möglich, so etwas gewissermaßen zu errichten, und darauf komme ich noch zurück, diese Ausstellung war nicht die einzige. Was ich Ihnen hier geschildert habe und was unter Opferthese firmiert, hat in Österreich selbst aber nur sehr kurz die öffentlichen Reden, die Bilderwelt, die Aussagen von Politikern, die Aussagen der Kirche und so weiter bestimmt. Im Grunde genommen kann man schon 1946, 47 gewissermaßen die ersten Erosionserscheinungen dieser Opferthese erkennen, nämlich, und das ist der Punkt zu sagen, der Opferthese im Sinne einer antifaschistischen, antinazistischen Opferthese, wie sie 1945 in der Unabhängigkeitserklärung, in anderen Texten, im Rot-Weiß-Rotbuch und so weiter, also in den öffentlichen Dokumenten, in den öffentlichen Reden dargestellt wurde. Dieses Bröckeln der antifaschistischen, antinazistischen Opferthese hängt im Wesentlichen zusammen mit der Integration der ehemaligen Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, in Österreich immerhin ein Potenzial von 500.000 Personen, und das sind natürlich auch Wählerstimmen, und wenn man hier Familienangehörige und so weiter dazu zählt, dann war das umkämpfte Wählerpotenzial in der Nachkriegszeit und de facto noch die folgenden Jahrzehnte. Rudolf Neck hat als Grundmuster der politischen Kultur in der Frage des Umgangs mit dem Nationalsozialismus in Österreich nach 1945 das würdelose Buhlen und die Stimmen der Ehemaligen bezeichnet. Und dieses Buhlen und die Stimmen der ehemaligen Nationalsozialisten hat
auch den Umgang, auch das Reden über den Nationalsozialismus ganz wesentlich bestimmt. Das zweite Moment, dass nicht nur in Österreich die Frage der Beurteilung des Nationalsozialismus und vor allem des Widerstandes bestimmt hat, war der Kalte Krieg. Und die Abgrenzung zur KPÖ, zum kommunistisch dominierten KZ-Verband, hat die Art des Erinnerns nach 1945 bzw. dann nach 1948, 1949 ganz entscheidend geprägt. Also der überparteiliche KZ-Verband hat sich in drei Gruppen getrennt. Den Österreicherinnen hier erzähle ich nichts Neues. Den Bund Sozialistischer Freiheitskämpfer, die ÖVP-Kameradschaft, der politisch Verfolgten und eben den KZ-Verband. Und das hat genau den politischen Parteien entsprochen. Also Erinnern an den Nationalsozialismus war sehr, sehr schnell innerhalb weniger Jahre, de facto bis zu den Jahren 48, 49, von einem gesamtgesellschaftlichen Narrativ einer Bilderwelt, einer Art des Sprechens, das den Nationalsozialismus verurteilt hat, die Verbrechen angeprangert hat. Wenn Sie die Zeitungen aufschlagen im Jahr 1945, finden Sie gerade in der regionalen Presse Berichte über den Todesmarsch, Berichte über NS-Verbrechen und so weiter. Alles das ist binnen weniger Jahre gewissermaßen weg aus dem öffentlichen Diskurs, weg aus der politischen Agenda, und es beginnt eine neue Form des Sprechens über den Nationalsozialismus. Was gewissermaßen zu einem Indikator wird, wo man diese Entwicklungen sehr deutlich ablesen kann, das sind die Denkmäler. Und Sie sehen, wir haben ein Projekt gemacht, ein regionales Projekt in der Steiermark über die Entwicklung der Denkmallandschaft nach 1945. Und hier sieht man gewissermaßen schon 47, 48, dass die gemeinsamen Denkmalprojekte der politischen Parteien im Einvernehmen mit der Gemeinde und so weiter, dass diese gemeinsamen Denkmalprojekte für den Widerstand von den nicht politischen Opfern des Nationalsozialismus war damals noch lange nicht die Rede. Also es ging ja immer nur um den politischen Widerstand in dieser Anfangsphase. Dass die Erinnerung für die Opfer an den Widerstand innerhalb dieser zwei, drei Jahre nach 1945 von einer, auch in diesen dörflichen, kleinstädtischen Communities, von einer von allen Kräften getragenen, gerade auch von allen politischen Kräften getragenen Form der Würdigung, der ehrenden Erinnerung an die politischen Opfer des Nationalsozialismus, zu einer Abgrenzung gegenüber dem als kommunistisch gewissermaßen etikettierten Widerstand, also dass sich diese politische Kultur in diese Richtung gewissermaßen entwickelt hat. Das war insofern kein Zufall, denn der überwiegende Teil der Hingerichteten, der Verurteilten, Widerstandskämpfer, Widerstandskämpferinnen hat den Kommunisten angehört, aber das war natürlich etwas, was nach 1947, 1948 in der politischen Kultur kein Standing mehr hatte. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen. Was heute zum Beispiel eine der zentralen Denkmäler in Wien ist, das Sie vielleicht auch kennen, der Gedenkstein am Morzinplatz an der Stelle, wo die Gestapo-Zentrale sich befunden hat. Diesen Stein konnte man 1951 nur in einer Nacht- und Nebelaktion errichten, weil die Stadt Wien dem KZ-Verband nicht die Bewilligung gegeben hat, hier einen Stein zu errichten. Über Mauthausen könnte man viele, viele Geschichten erzählen, die zeigen, dass sich die offiziellen Stellen von Mauthausen eher distanziert haben. Das war gewissermaßen ein fremder Ort, ein Alien in der österreichischen Erinnerungslandschaft, von den internationalen Häftlingsorganisationen bestimmt, mit dem der österreichische Staat aber sehr wenig zu tun haben wollte, sieht man von den Verwaltungsebenen ab. Man sieht es auch ganz deutlich, zum Beispiel, ich will Ihnen hier nur einige Beispiele nennen, die zeigen, das war kein Einzelfall, sondern generell haben sich die großen Denkmalprojekte, die in diesem antifaschistischen Grundkonsens der Nachkriegszeit, der auch gerade auch aus politischen Gründen gegenüber den alliierten Mächten den österreichischen Widerstand betont hat, dass diese Großprojekte, zwei Denkmäler in Wien hätten errichtet werden sollen, eines im Stadtzentrum, eines im Zentralfriedhof, im Endeffekt ist da nur eines übrig geblieben, keines im Stadtzentrum, nur dasjenige im Zentralfriedhof, oder in Graz, wo es auch ein Riesenprojekt gab mit einem
über 10 Meter hohen österreichischen Staatswappen im Stadtzentrum gegenüber der Oper, unter anderem, wenn man sich die Entwürfe anschaut. Und übrig geblieben ist eigentlich eine kleine Tafel gegenüber von der Polizeidirektion, die dann im Endeffekt, und auch das war immer ein Indikator, unter Ausschluss der Öffentlichkeit enthüllt wurde. Also Widerstand, um es kurz zu fassen, war spätestens am Ende der 50er Jahre in Österreich gewissermaßen delegitimiert, galt als kommunistisch, galt als etwas, was heute, würde man sagen, im Geschichtsbild außerhalb des Verfassungsbogens gewissermaßen stand. Und die Unterstützung wurde diesen Projekten vielfach versagt. Es gab natürlich auch Projekte, Gedenkstätten für den sozialistischen Widerstand, für den Widerstand aus der Volkspartei, aber auch innerhalb der Parteien, in der Sozialistischen Partei, hat man sich dann relativ stark auf 1934 konzentriert, aus verschiedenen Gründen. In der ÖVP war der eigene Widerstand eigentlich marginalisiert. Der Bruch in der Denkmallandschaft zeigt sich dann auf der einen Seite durch das Nicht-mehr-Realisieren, durch das Nicht-mehr-Errichten, durch das Verhindern von Denkmälern für Widerstandskämpfer, für den politischen Widerstand, auf der einen Seite. Und das beginnt erst 1948, nicht unmittelbar nach Kriegsende, in einer neuen Erinnerungskultur für die Gefallenen. Und hier sieht man sehr deutlich, dass sich gerade in der Anfangsphase, also wenn Sie durch Österreich gehen, gerade für die Nicht-Österreicherinnen unter Ihnen, praktisch zu jedem Dorf, zu jeder Kleinstadt gehört, wie die Kirche, das Kriegerdenkmal. Und diese Kultur, die uns so selbstverständlich erscheint, war in der Beginnphase überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist genau das Spannende zu sehen, wie erst nach den Denkmälern für die Opfer des Widerstandes die Kriegerdenkmäler entstehen und wie in den ersten Denkmalsetzungen sehr deutlich zum Ausdruck kommt, hier hat sich etwas ganz fundamental verändert. Und ich zitiere Ihnen hier einen sehr erhellenden, aus einem sehr erhellenden Zeitungskommentar aus dem Jahr 1949, und das ist genau die Phase, wo sich es eben ganz fundamental ändert, wo zum November, also zum 1. November, zu Allerheiligen, sich die Frage gestellt wird, wie sollen wir nun der Gefallenen gedenken, wie sollen wir der Soldaten gedenken. Und in diesem Kommentar heißt es, dass nun, also erst nun, 1949, die Gefallenen auch im Gedächtnis unseres Volkes einen Ehrenplatz einnehmen, und zwar nicht als Opfer des Krieges. Also die Definition als Opfer, die Gefallenen, genau in diesem Sinn, als Opfer des Nationalsozialismus zu sehen, als Opfer eines von Hitler angezettelten Krieges. Dieses Angebot wurde in dieser Phase nicht angenommen, sondern was die Gefallenen waren, das waren gewissermaßen, und jetzt wieder wörtlich, Helden der Pflichterfüllung und der Tapferkeit. Und genau diesen heroischen Diskurs, die Soldaten als Helden, das ist das, was, wie gesagt, erst Ende der 40er Jahre beginnt, eine Denkmallandschaft zu formen, die in Österreich selbstverständlich geworden ist. Also es gehört, wie gesagt, zur österreichischen Folklore. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es vielleicht zum Teil ähnlich, und zum anderen nicht, dass sie das Kriegerdenkmal haben, dass die Helden geehrt werden und so weiter und so fort. In einem der ersten städtischen Projekte zu dem Thema, also zum einen neuen Denkmal für die Gefallenen, heißt es etwa, auch um Ihnen die Terminologie vor Augen zu führen, aus dem Jahr 1951, dass nun eben mit den neuen Kriegerdenkmälern sich die Heimat wieder zu ihren, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, sich die Heimat wieder zu ihren im härtesten Kampf gefallenen Helden bekennt. Und wie gesagt, diese Sätze würden Sie heute unter, ja, also wir würden sie sehr rechts sehen, also praktisch eine Art von revisionistischen, eher rechtsextremer Terminologie. In den 50er Jahren war das der absolute Mainstream. Also Sie können jede Zeitung, jede Gedenkrede aufschlagen und Sie werden genau diese Terminologie finden: Ehre, Treue, Dank, das Leben geopfert, gewissermaßen auf dem Altar der Heimat, für das Vaterland und so weiter.
Diese gewissermaßen Transformation findet 49-50 statt. Und das Interessante, was für unseren heutigen Blick auf das österreichische Gedächtnis interessant ist, das ist natürlich, dass wir hier nichts haben, was einem Gründungsdokument entspricht, wie wir es mit der Unabhängigkeitserklärung haben. Das heißt, wir haben kein Dokument, wo steht, ab jetzt ist Schluss mit dem Widerstand und jetzt ehren wir wieder die Soldaten, sondern das sind wirklich diese Praxisformen in der Gesellschaft. Es gibt viele, viele Gedenkreden, Heldenehrungen und so weiter, aber wie gesagt, es gibt nicht ein normatives Dokument, wo wir das ablesen könnten. Da müssen wir wirklich in die Gesellschaft schauen. Denn sonst würden wir nämlich glauben, und das ist jetzt eigentlich eine Hauptthese, die sich durch den Vortrag zieht, sonst würden wir nämlich glauben, wenn wir uns nur auf die öffentlich normativen Bereiche stützen würden, dass in Österreich von 1945 bis zur Waldheim-Debatte gewissermaßen diese eine Opferthese, die ich Ihnen zitiert habe, Österreich ist erstes Opfer Hitler-Deutschlands, die Österreicherinnen als unterdrücktes Volk im Frauenkerker und so weiter und so fort, dass das das Denken der Österreicherinnen bestimmt hätte. Das war eben gerade nicht der Fall. Und die ersten Indikatoren sind eben das Verschwinden der Kultur der Widerstandsdenkmäler und das Entstehen dieser neuen Kultur für die Gefallenen eben nicht als Opfer des Krieges, wie es 1945 heißt, sondern als Opfer der Pflichterfüllung, der Tapferkeit als Helden, die ihr Leben gegeben haben. Und ich könnte Ihnen hier noch einige Denkmäler und einige Reden zitieren, die dann noch viel, viel eindeutiger in eine Rechtfertigung des Nationalsozialismus gehen. Was aber für das für die Vorstellungen über die Vergangenheit unter anderem auch entscheidend wird, das sind, da komme ich jetzt später hin, das ist im Jahr 1955 der Staatsvertrag. Hier haben wir gewissermaßen eine österreichische Besonderheit. Wir haben am Beginn gesagt, das österreichische Gedächtnis, gehen wir mal von der These aus, ist das Fallbeispiel eines europäischen Prozesses unter besonderen Bedingungen, nämlich unter der Bedingung, dass Österreich kein okkupiertes Land war. Staatsrechtlich könnte man sagen, ja, es gilt noch immer die Okkupation, aber dass die österreichische Gesellschaft sich als genuiner Teil des Deutschen und des Dritten Reiches verstanden hat. 1955, mit dem Abschluss des Staatsvertrages, des Endes der Besatzung durch die alliierten Armeen, beginnt etwas, was praktisch ein Ritual der Zweiten Republik ist, nämlich die Überschreibung des Jahres 1945 durch das Jahr 1955. Es gab in Österreich nie wie in Deutschland, und das wäre dann auch der Punkt der Auseinandersetzung im Historikerstreit, gewissermaßen Grundsatzdebatten um das Jahr 1945 und wie man dieses Jahr beurteilen soll, als Besetzung, als Befreiung. Diese Grundsatzdebatten haben vor allem deswegen nicht stattgefunden, weil in jedem Fünferjahr des Staatsvertrages gedacht wurde und 1945 gewissermaßen ein Nebenschauplatz war, die gewissermaßen untergeordnete, vielleicht Befreiung, könnte man sagen. Und das zeigt sich sehr deutlich in den Quellen der Nachkriegszeit, wo die österreichischen Politiker sehr schnell die These oder den Slogan formulieren, von der Befreiung zur Freiheit. Also eigentlich ist 1955 nämlich der Abzug der Besatzungsmächte in einer Demokratie, die ja schon relativ gut, also wo diese Besatzung ja nur noch eine formale war. Eigentlich ist 1955 die Befreiung und nicht im österreichischen Bewusstsein 1945, nämlich die Befreiung vom Nationalsozialismus und die Einrichtung der Demokratie. Es gab für ein österreichisches Projekt von Bruckmüller, Brix und wer war der dritte? Österreichische Historiker, die deutschen Erinnerungsorte gewissermaßen auf Österreich übertragen hatten, eine Umfrage in der österreichischen Bevölkerung, welche Ereignisse sie positiv besetzt finden. 20%, der weitaus höchste Wert, war der 15. Mai 1955 mit dem Abschluss des Staatsvertrages. 3% war das Jahr 1945. Also hier, wenn Sie in Österreich ein Fünferjahr im Sinne von Auseinandersetzung mit dem Gedenken an die Befreiung haben, dann ist es immer das Jahr,
der Befreiung von den Alliierten gewissermaßen und nicht der Befreiung vom Nationalsozialismus. Und das war natürlich ein Konsensort, da brauchte man sich nicht zu streiten, das war auch inszeniert bereits beim Abschluss des Staatsvertrages als die österreichische Konsensform. Also jetzt wurde das österreichische Volk frei, während sich im Jahr 1945 natürlich die Frage gestellt hat, wer wurde befreit und wer wurde besetzt. Ja. Das hätte natürlich, und das war auch der Hauptgrund für die Konsenserzählungen, das hätte natürlich dann auch die Frage nach den politischen Lagern während der NS-Zeit gestellt. Also wer war dagegen, wer war für den Nationalsozialismus. Man kann sich nun die Frage stellen, wir sagen 1955 beginnt die Phase des Überschreitens. Was ist, wenn wir davon ausgehen, der Widerstand wurde delegitimiert. Im Jahr 1954 hat etwa der Chefredakteur der Salzburger Nachrichten zur Diskussion, ob es in Salzburg ein KZ-Denkmal geben sollte, gesagt, KZ-Denkmäler dienen in der heutigen Situation nur der kommunistischen Propaganda, also nun auch die Vorstellungswelt der Zeit nahezubringen. Was ist in diesen Jahrzehnten nach 1950 in der Phase der Kriegerdenkmäler, in der Phase, in der keine Widerstandsdenkmäler mehr entstehen, nur mit der Opferthese passiert, wie wir sie im Jahr 1945 kennengelernt haben? Und was wir hier beobachten können, und das ist, finde ich, insofern ist Österreich ein spannender Fall, weil wir nicht von einer Opferthese sprechen können, sondern von zwei Opferthesen, die sich eigentlich widersprechen, die eigentlich entgegengesetzt sind. Sie haben gewissermaßen natürlich die österreichische Unabhängigkeitserklärung, die wir eingangs gesehen haben, quasi als Staatsgründungsdokument, die Proklamation über die Selbstständigkeit Österreichs vom 27. April 1945. Aber der Rekurs auf dieses Dokument, der Rekurs auf die Opferthese wird höchst einseitig. Gewisse Dinge fallen komplett weg und werden nicht mehr erwähnt. Das Wichtigste ist die Art und Weise, wie hier die österreichischen Soldaten definiert werden. Also diese Formulierung ist gewissermaßen spätestens am Ende der 40er Jahre, wird nicht mehr aufgegriffen, verschwindet gewissermaßen aus dem narrativen Komplex der Opferthese. Was auch verschwindet, und das ist das Gravierendste, es verschwindet de facto auch der Widerstand aus diesen Erzählungen über den österreichischen Opferstatus. Und es bleibt im Grunde genommen dann nur ein Argument übrig, nämlich das Argument, dass Österreich mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hatte. Also dass die Jahre 1938 bis 1945 nicht zur österreichischen Geschichte gehören. Und ich habe Ihnen hier ein Zitat, aus dem das besonders eindrucksvoll hervorgeht. Das ist die Argumentation, die sich ja auch bis heute in der kritischen Diskussion sieht, die Argumentation gegenüber den Forderungen von Hinterbliebenen, von Überlebenden, um Rückgabe von Gütern, um Entschädigungsmaßnahmen und so weiter. Und hier hat der österreichische Staat folgendermaßen argumentiert. Jetzt muss ich natürlich das Zitat suchen. Aber ich habe es schon. Ein Zitat aus dem Jahr, aus den frühen 50er Jahren, als im Jahr 1953 mit der Bundesrepublik Deutschland ein Abkommen mit der Claims Conference, mit der Jewish Claims Conference geschlossen wurde und wo daraufhin auch entsprechende Forderungen seitens der Jewish Claims Conference in Österreich vertreten wurden aus Wiedergutmachung, auf Entschädigung. Und ich zitiere Ihnen hier aus der Antwort, die die Mitglieder des Committee for Jewish Claims on Austria erhalten haben in den frühen 50er Jahren. Ihnen wurde erklärt, Zitat, dass alle Leiden der Juden während dieser Zeit ihnen von den Deutschen und nicht von den Österreichern zugefügt wurden. Österreich trage an all diesen bösen Dingen keine Schuld, und wo keine Schuld, da keine Verpflichtung zu einer Wiedergutmachung. Also das war im Grunde genommen genau der Argumentationszusammenhang, der von der Opferthese des Jahres 1945 übrig geblieben ist,
nämlich zu sagen, Österreich trägt keine Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus, weil es eben ein besetztes Land war, erstes Opfer der hitlerischen Außenpolitik. Alles andere, was wir hier gesehen haben, die Erklärung über den Kriegsdienst der Soldaten, die Würdigung des Widerstandes, das österreichische Volk als antinazistisch, als gegen den Nationalsozialismus eingestellt, alles das verliert sich gewissermaßen relativ schnell in den späten 40er Jahren. Was nun gewissermaßen, also besonders betroffen, wie gesagt, und das ist dann auch die Geschichte, die sich dann ändern sollte, ist der Umgang mit dem Widerstand, der marginalisiert wird, verleugnet wird oder aber als kommunistisch definiert wird. Was nun gerade im Zusammenhang mit den Kriegerdenkmälern, aber auch mit anderen Vorstellungen in den Vordergrund tritt, ist das, was man als die zweite Opferthese bezeichnen könnte, quasi die populistische Variante der Opferthese, die eigentlich im Gegensatz zu dem zu sehen ist, was wir im Jahr 1945 in der Unabhängigkeitserklärung lesen, was Sie hier auch visualisiert sehen, nämlich die Österreicherinnen und Österreicher als Opfer des Krieges gegen den Nationalsozialismus. Also das Leiden unter dem Krieg, das Leiden vor allem auch bei der Befreiung Österreichs durch die Soldaten der sowjetischen Armee und so weiter. Und was ich Ihnen hier jetzt zeige, das sind zwei, das eine haben Sie schon gesehen, zwei der, also wenn man in Österreich von Bildikonen sprechen kann in Bezug auf die Zeitgeschichte, dann sind das wahrscheinlich zwei der ganz zentralen Bildikonen. Was Sie hier sehen, sind die Bilder auf den Schutzumschlägen einer sehr populären, auch mit einer Fernsehserie verbundenen Buchreihe, Österreich 2, von Hugo Bortisch, einer der bekanntesten Journalisten des Landes. Und dieses Foto des brennenden Stephansdoms, das ist gewissermaßen der visuelle Marker, die Ikone, die genau diese, das österreichische Volk als Leiden unter dem Krieg, die diese Erzählung in sich trägt. Und das ist eines der absolut populärsten Bilder, die Sie in jeder Zeitungsberichterstattung, bei jedem Jahrestag, wenn es darum geht, Nationalsozialismus darzustellen, ist dieses Foto höchstwahrscheinlich drunter. Also in der Kronenzeitung wurde es, glaube ich, x-mal bei jeder Serie über die österreichische Geschichte veröffentlicht. Und also dieses Foto signalisiert das Jahr 1945 und nicht, könnte man jetzt sagen, das österreichische Bataillon in Wien am Heldenplatz, also die Befreiung, der Widerstand. Und das zweite Foto, wie schon gesagt, das ist dann die eigentliche Befreiung, der Weg quasi zur positiven Geschichte Österreichs. Sie sehen dann hier schon den Vorgriff auf das Jahr 2005, ein Beispiel dafür, wie eben diese Überschreibung immer wieder in jedem dieser fünfer Jahre, in jedem dieser Jubiläen des Jahres 1905 stattfindet. Hier haben Sie Thema 1945 vom Kriegsende zum Staatsvertrag und Sie haben natürlich die jubelnden Mengen der Staatsvertragsunterzeichnung. Also das sind die österreichischen positiv besetzten Bilder und 45 ist nie der Gegenstand der gewissermaßen Auseinandersetzung geworden. Wir halten gewissermaßen in den 50er Jahren und nach dem Abschluss des Staatsvertrages beginnt etwas, was im Jahr 1965 von einem Journalisten als die narzisstische Reaktivierung bezeichnet wird. Also wir sehen so etwas, wir würden heute sagen, einen Revisionismus oder einen Backlash als vieles, was in der Zeit vor dem Staatsvertrag nicht möglich war, etwa am Auftreten des Kameradschaftsbundes, etwa an Denkmälern mit problematischem Inhalt. Das beginnt nach 1955 gerade in den Regionen zu greifen. Im Unterschied oder im Gegensatz zu den kleinen räumigen Kriegerdenkmälern entstehen in den 50er Jahren die Landesehrenmäler. Also hier sieht man, hier geht es nicht nur mehr darum, dass sich ein Dorf, eine Stadt quasi zu ihrem gefallenen Helden der Heimat bekennt. Hier soll sich auch die Nation gewissermaßen oder zumindest das Bundesland, das politische Einheit in diese Position begeben. Und in diesen Jahren
Ende der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre entstehen jene Denkmäler, die heute zum Teil noch ein Stein des Anstoßes sind, weil sie eben sagen, das ganze Bundesland definiert sich so. Zum Teil sagen Österreich selbst, das ist ein bisschen eine komplexe Sache, aber zumindest auf Bundesländerebene hat das funktioniert, dass die Erzählungen über den Nationalsozialismus über das Jahr 1945 genau die Erzählungen der zweiten Opferthese waren. Meistens beginnt das, wenn Sie die Ortschroniken anschauen, wenn Sie die Landesgeschichten anschauen, der Nationalsozialismus existiert nicht. Und die Geschichte beginnt unter Anführungszeichen, als der Krieg in die Heimat kam, als plötzlich die schlechten Zeiten ausbrachen, als die Menschen nichts zu essen hatten und so weiter und so fort. Also diese Erzählung von Not, Leid und so weiter beginnt im Jahr 1945. Und die Jahre davor sind gewissermaßen weiße Flecken. Und das, was für dieses Konglomerat von Opfererzählungen und Heldenerzählungen, nämlich die Soldaten als Helden, die Zivilbevölkerung als Opfer steht, das sind die sogenannten Landesehrenmäler, die in dieser Phase entstehen. Sie alle haben wahrscheinlich von Ulrichsberg gehört, jedes Jahr neu umstritten wegen der Teilnahme ehemaliger SS-Männer, wegen diverser problematischer Denkmälerreden und so weiter. Dieses Denkmal entsteht im Jahr 1959. In diesen Jahren 1959 entsteht ein zweites Denkmal, nämlich das steirische Landesehrenmal auf der Riegersburg. Es entstehen Denkmäler auf dem Wechsel, ich habe Ihnen sie hier aufgezählt, also die sogenannten Landesehrenmäler, die nun zeigen sollen, das ganze Land steht hinter diesem Geschichtsbild. Eben Riegersburg in der Steiermark 1959, Ulrichsberg in Kärnten 1959, Geschriebenstein im Burgenland 1961, Maria Davon in Niederösterreich 1963. Also Sie sehen, hier beginnt der Versuch, Österreich genau in diese Richtung zu definieren, nämlich das Land, das hinter einer Erinnerung steht, die Soldaten als Helden, als Verteidiger der Heimat und so weiter definiert. Wenn wir heute, jetzt mal den Sprung in die Gegenwart, zu der wir jetzt gleich kommen werden, ich habe glaube ich noch 20 Minuten, oh ja, okay, ich habe um 10 vor halb, glaube ich, angefangen ungefähr, also 20 ist vielleicht zu viel, 10, damit Sie auch mal was mitreden können. Wenn wir uns heute die österreichische Erinnerungslandschaft anschauen, dann sind interessanterweise diese Denkmäler praktisch vergessen. Ja? Bis auf eines, und das ist der Ulrichsberg. Das Denkmal auf der Riegersburg, dort weiß die Bevölkerung, wenn man die fragen würde, die wüssten nicht einmal, dass es das gibt. Ja? Es ist da, aber es ist unsichtbar. Das Einzige, was übrig geblieben ist in dieser Erinnerungskultur, ist bezeichnenderweise Kärnten. Also alles andere hat sich verändert und gerade auch diese Erinnerungskultur hat sich natürlich entschieden verändert. Das ist gewissermaßen die Situation, wie wir sie in den 50er Jahren, beginnenden 60er Jahren vorfinden. Und wir können hier gewissermaßen auch aufhören und zum Jahr 1986 springen zu Waldheim. Aber dann würden wir ganz entscheidende Veränderungen übersehen, die ich jetzt nur sehr kurz fassen kann. Aber was diese Vorstellung von einer homogenen Erinnerungskultur, oder von einer Grobstruktur von Nachkriegsmythos im Sinne von Tony Judd und dann beginnt in den 80er Jahren dieser Mythos zu zerbrechen gewissermaßen, was hier nicht gesehen wird, sind, dass in den 60er Jahren eigentlich die entscheidenden Konflikte und Debatten einsetzen, die unser Denken heute gewissermaßen bestimmen. Also in den 60er Jahren beginnt einerseits der Versuch des Kameradschaftsbundes und anderer Organisationen, diese Kriegerdenkmalkultur gewissermaßen hegemonial zu machen. Aber in den 60er Jahren beginnt auch der erste ganz entschiedene Widerstand dagegen. Und die Phase von 1961, 62, 63 ist extrem spannend. Ja? Also eigentlich die vergessenen Jahre, könnte man sagen. Aber jene Jahre, ohne die 1968 oder ohne die dann die 80er Jahre überhaupt nicht verständlich werden. Also erstmals beginnt sich sowas wie Widerstand zu regen, Widerstand von neuen Gruppen und Gruppen, die sich neu definieren. Ein ganz markantes Beispiel, ich könnte Ihnen hier viele Denkmalkonflikte aufzählen, aber sicher der wichtigste in dieser Phase ist der Konflikt um Maria Davon. Das sind alles vergessene Konflikte, also kein Mensch weiß mehr davon.
Aber sie sind eben deswegen so spannend, weil man hier sieht, hier werden erstens Grenzen gezogen. Ja? Grenzen gezogen gegen eine Interpretation der Vergangenheit, die, würde ich sagen, dem Blick aus der nationalsozialistischen Zeit, dem Selbstverständnis, den Erzählungen der nationalsozialistischen Zeit sehr nahe stehen. Darauf wird dann auch ganz explizit noch Bezug genommen in der Borodajkiewicz-Affäre. Aber vor 1965, wo das erste, 20 Jahre nach Kriegsende, das erste offizielle Denkmal der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus eingerichtet wird in Wiener Burgtor, 2 Jahre zuvor, ist eigentlich der entscheidende Konflikt, der diese Haltung erst möglich macht, nämlich der Kameradschaftsbund von Niederösterreich verweigert in Maria Daferl, in diesem Wallfahrtsort, die Teilnahme an der Weihe eines Denkmals, einer Kriegergedächtnisstätte, in der neben ich weiß nicht wie vielen Priestern auch 3 Priester ehrend genannt sind, ohnehin nur auf den Tafeln, wie alle anderen auch, die ermordet wurden, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Und der Kameradschaftsbund begründet das damit, dass er nicht quasi jene, die das Ehrenkleid getragen haben, sprich die Uniform des Wehrmachtssoldaten, mit jenen, denen er quasi diese Ehre abzusprechen ist, gleichsetzen will. Also hier wird dieser Konflikt aufgrund des Verhaltens des Kameradschaftsbundes zu einem offenen Konflikt. Und die Kirche entscheidet sich, also hält hier gewissermaßen den Druckstand des Entgegenkommens gegenüber den ehemaligen Nationalsozialisten. Ein Druck, der gerade den Umgang mit Jägerstädter hier in Linz entscheidend bestimmt hat, jahrzehntelang. Und der Bischof tritt dem Kameradschaftsbund insofern entgegen, indem er das nicht akzeptiert und den Kameradschaftsbund gewissermaßen ausschließt. Es gibt dann ein Beben, der Obmann von Niederösterreich muss zurücktreten, der Kameradschaftsbund wird seiner radikalen Elemente oder muss sich seiner radikalen Elemente entledigen. Es gibt sogar undenkbar in Österreich zuvor ein Aufmarschverbot für den Kameradschaftsbund, das natürlich sofort wieder zurückgenommen wird, aber hier wird einmal gewissermaßen eine Grenze gezogen. Und 2 Jahre später, bei der Weihe des ersten Denkmals für den österreichischen Widerstand im äußeren Burgtor im Jahr 1965, sagt im Kontext der Affäre Borodajkiewicz Demonstrationen gegen und für einen Hochschulprofessor in Wien, der ein Nationalsozialist war und in seinen Vorlesungen antisemitische und den Nationalsozialismus nicht gerade ablehnende und vor allem auch die österreichische Nation ablehnende Äußerungen macht. Demonstrationen, bei denen ein ehemaliger Widerstandskämpfer getötet wird. In diesem Rahmen sagt Alfred Maletta, ÖVP-Vorsitzender und Vorsitzender des Bundesrates, wir lassen uns das Haus, das wir gebaut haben, nicht in Brand stecken. Und wir haben Menschen pardoniert, aber nicht das Geschichtsbild einer nationalsozialistischen Vergangenheit. Also hier Mitte der 60er Jahre wird das, was seit den 50er Jahren eine Erinnerungskultur bestimmt, die kulminierend in Dingen wie den Ulrichsberg, aber auch in der Sinngebung der Kriegerdenkmäler erstmals etwas entgegengesetzt. Und in der Folge entstehen eine Reihe von Widerstandsdenkmälern, auf die ich jetzt gar nicht eingehen kann. Und in der Folge, vor allem aber auch in der Folge der 68er-Bewegung, als eine junge österreichische Zeitgeschichte gewissermaßen angetreten ist, die bisherigen Commitments, die bisherigen Schweigestellen zu verändern, beginnt so etwas wie eine Phase historisch-politischer Aufklärung. Also wir sind jetzt 20 Jahre vor heute, ja? Aber ins Heute komme ich jetzt gleich. Aber, und das ist der Punkt, was ist den österreichischen Historikern, Historikerinnen und dem gesellschaftskritischen Segment in Österreich wichtig, wenn man es mit Deutschland vergleicht? Es sind nicht die Konzentrationslager, es ist nicht wie in Deutschland der Auschwitz-Prozess, der in der Phase läuft, die Beschäftigung mit dem, was nach 1978 Holocaust heißen sollte, sondern das österreichische Projekt gewissermaßen politisch-historischer Aufklärung ist die Rehabilitierung des Widerstandes. Und wenn Sie heute in die Schulbücher der 70er Jahre schauen und da ganz typischerweise für Österreich
die österreichische Geschichte im März 1938 endet und im April 1945 wieder beginnt. Alles andere ist deutsche Geschichte, Weltgeschichte und so weiter. Übrigens, in diesen Schulbüchern finden Sie vielleicht so einen Abschnitt zu den Konzentrationslagern. Auschwitz vielleicht einmal erwähnt, kein Bild, nichts. Dann haben Sie ein Kapitel, das quasi diese Innovation, diese Veränderung des Geschichtsbildes anzeigt und das wir heute überhaupt nicht mehr erkennen als solches, nämlich ein großes Kapitel der österreichische Widerstand. Und wenn wir heute ein großes Kapitel der österreichischen Widerstand sehen, dann ist das für uns die Legitimationsstrategie der Opferthese. Damals war es ein Instrument historisch-politischer Aufklärung, erstens um die Verbrechen des Nationalsozialismus zu zeigen und zweitens um gegen die herrschende, anders geartete, in der zweiten Opferthese geprägte, eben gerade nicht antinationalsozialistische politische Kultur, dem etwas entgegenzusetzen. Es ließe sich noch viel sagen über das Jahr 1978 als etwa Anschlussgedenk, das erste größer diskutierte Anschlussgedenkjahr, als etwa der Schweizer Rundfunk in Österreich Befragungen auf der Straße durchführte und der Großteil der Antworten war, dass Hitler eigentlich Arbeit gebracht hätte und dass der Nationalsozialismus ganz in Ordnung war. Ich gehe jetzt mit Ihnen in eine Tour de Force, denn die Irene schaut mich schon ganz streng an. In einer Tour de Force noch ein paar Schritte bis zur Gegenwart durch, bis zur neuen Erinnerungskultur, über die wir dann in der Diskussion sprechen können. Ich habe Ihnen anfangs die Frage gestellt oder die These aufgestellt, es gibt keine Bilder, die die Opferthese symbolisieren in Österreich. Ja? Es gab Versuche, das zu machen und was Sie hier sehen, ist ein Bildgeschichte Österreichs aus den 70er Jahren, die auch für den Schulunterricht verwendet wurde und wo man versucht hat, also das sind die vier Bilder, die den Anschluss darstellen. Sie finden kein Bild vom Heldenplatz. Sie finden auch in der Ausstellung, die ich eingangs erwähnt habe, in den Ausstellungen Ende der 70er Jahre, kein Bild vom frenetischen Empfang Hitlers am Heldenplatz. Das waren die verbotenen, tabuisierten Bilder, die der Opferthese gewissermaßen widersprochen hätten. Was dann natürlich die Intervention, und jetzt sind wir dann nicht in der Gegenwart, sondern 20 Jahre zuvor, und es gibt einige hier im Raum, die damals wahrscheinlich gerade im Kindergarten waren, wenn überhaupt, was natürlich auch erfreulich ist, junge Leute hier zu sehen. Das war dann jenes Bild, das so gewissermaßen die Sollbruchstelle in den 80er Jahren markiert, zum Zerbrechen des österreichischen Nachkriegsmythos, nämlich Kurt Waldheim in Wehrmachtsuniform. Wir können überlegen, warum dieses Bild auch jetzt eine negative Konnotation erzeugt. Bilder in Wehrmachtsuniform hatten ja jahrelang keine negativen Konnotationen. Und 1988 beginnt so etwas wie eine Neuformierung des Bildgedächtnisses. Und was Sie hier sehen, ist das Titelbild, das Profil des österreichischen Nachrichtenmagazins im März 1988, wo eben der österreichische Anteil am Holocaust jetzt zum Zentrum, zum visuellen Kern eines Schuldgedächtnisses wird. Und das sind die Anschlusspogrome in Wien. Und das ist wohl die Ikone dieser Anschlusspogrome. Und ich habe Ihnen vorher gezeigt, das Bild aus dem Bildgeschichte Österreichs 1967 erschienen. Jetzt sehen Sie ein rezentes Bild über Österreich. Und hier sehen Sie Täter, Opfer und einen der Täter, der auch mit Linz zu tun hat. Ganz prominent, Ernst Kaltenbrunner. Also so wird heute Geschichte in populärwissenschaftlichen Büchern erzählt. Und so wird heute Geschichte den Schülerinnen und Schülern erzählt. Das war die Broschüre zum Jahr Gedenkjahr 1938. Und hier finden Sie, das ist jetzt quasi das klassische Setting, wenn Sie in Icons denken, die Massen am Heldenplatz und die Konterkarierung, die Reihpartien. Also in der Ausstellung des Dokumentationsarchivs finden Sie genau diese Bilder immer ein Spannungsverhältnis. Die Wichtigkeit der Reihpartien zeigt sich auch, und jetzt komme ich schon zum Schluss, an Ausstellungen, künstlerischen Objekten wie dieser Bürste, die nun für Wien 1938 steht. Also mehr noch als der Heldenplatz, als der Anschlussjubel, sind es eben die Demütigungen der jüdischen Bevölkerung. Und da sind wir jetzt ganz in der Gegenwart, oder fast ganz, nämlich im Jahr
2008, im vorigen Jahr. Und hier sehen Sie, dass die tabuisierten Bilder von der Zustimmung zum Nationalsozialismus jetzt zu, würde ich sagen, fast normalen, normalisierten Bildern geworden sind, was auch höchst problematisch ist, dass sich natürlich auch um Propagandabilder gehandelt hat. Und das war der Flyer zu einer Ausstellung in Graz über das Jahr 1938 im Landesmuseum Joanneum. News im vorigen Jahr, also Hitler hat man sehr oft auf österreichischen Zeitungscover gesehen. Und der Schluss, mein letztes Bild, die Aktion Gedenkkerzen für NS-Opfer am Heldenplatz aufzustellen. Also auch als Beispiel für die neue Erinnerungskultur. Danke vielmals.